Wir hatten ja den Deal mit dem Baron und wir hoffen jetzt einfach mal, dass er den auch ehrt. Wir haben Informationen über seine Tochter und über seine Frau geholt. Jetzt werden wir mal versuchen, unseren Teil einzufordern. Also beziehungsweise eigentlich seinen Teil, unseren haben wir schon abgeliefert. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last? Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Genau, nach dem Pferderennen kam ja dieses Viech an. Da hat die da irgendwie angegriffen, alle. It landed right in front of us. I thought we'd breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth! Zielkämpfen ist ungewohnt, weil ich keine Witcher-Fähigkeiten habe. Weil das Viech mich mega schnell vergiften kann und ich keine Möglichkeiten habe, mich zu heilen. Also ich regeneriere halt langsam HP, aber... Okay, dann bin ich down. Ich muss mehr ausweichen, glaube ich, einfach. Es ist mega ungewohnt, mit ihr zu spielen, wenn man die ganze Zeit Geralt gespielt hat. Und dass sie halt keine Möglichkeit hatte, sich irgendwie zu heilen. Also sie hatte keine Consumables dabei oder so. Das macht es dann nicht unbedingt einfach. Sollte man nur einmal zuschlagen und dann direkt ausweichen. Das geht doch schon wesentlich besser gerade. Was macht der Baron eigentlich? Der ist irgendwo am Start. Okay, also wenn ich mich darauf konzentriere, einfach auszuweichen nach einem Hit oder so, dann geht's ziemlich gut. Das muss ich mir erstmal dran gewöhnen gerade. Vieh ist eigentlich fast tot.
Okay, komme ich nicht lang. Komme ich denn hoch? Wahrscheinlich hier drüben irgendwo. Hallo? Ne? Doch. Ne, da nicht lang. Ja, sie hat schon ganz schön drauf auf jeden Fall. Dafür, dass sie keine Hexermutagene hat. Aber okay, sie hat dafür ihr Blut und ihre Magie. Das gleicht da, glaube ich, den Vorteil von Geralt doch so ein bisschen aus. Have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. Deshalb muss ich los. Verstehe nicht so ganz, was das heißen soll. Oder weiß sie. Okay, sie weiß nicht schon, dass sie verfolgt wird und dass er wahrscheinlich bald dann. Ja, okay. Sie weiß, dass bald die wilde Jagd halt kommen wird und deswegen will sie hier nicht mehr sein, wenn die kommt, um ihn nicht in Gefahr zu bringen oder die anderen Leute, die, denen sie hier Freundschaften geschlossen hat. I certainly hope not. It's brought me no small trouble. Meaning? I must flee. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. Wild Hunt, pursuing you. I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows, and no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad, and then who knows where. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Where'd you get these letters? I haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True. But with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But if you could,
Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Eigentlich, also schon, ja, doch. Wir werden mitgehen, weil diese Alten, ja, die wollten halt seine Ziehtochter fressen. Ich meine, what the fuck? Und den Rest dann der wilden Jagd ausliefern. Also die müssen so oder so dran glauben. Und wenn es da jetzt die Möglichkeit gibt, scheinbar, dass ich das jetzt machen kann, und er mich auch noch dafür bezahlt, dass ich da was mache, was ich ohnehin machen wollen würde, dann helfen wir ihm. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Down Warren. You can join us there. Fine. Sounds good. What the? There you are! Escaped again. Sorry, we just never end. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Uma? Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damn foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. What? Must have been pretty desperate to play for that. Ah, quit your carping, smart ass. Someone wagered him, and we played. If anyone was desperate, it was the bugger's former master. Funny story. How so? Went to Novigrad once, to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern, and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the horsons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him. And Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Hilarious. Real side splitter. Oh, you wouldn't know a good tale from a runny fart. Proper baron now. Even got a jester. Aye. Though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. And prove a good father to her.
So, dann ist der Baron weitergezogen. Und wartet jetzt in Niederwir auf uns. Damit wir uns mit den Hexen anlegen können. Das werden wir allerdings erstmal nicht machen. Ich gucke gleich mal, was das für eine Level-Quest ist. Und dann werden wir erstmal, glaube ich, so ein paar Nebenaufgaben uns anschauen. Momentan werden wir erstmal jetzt aber gerade hier ein bisschen handeln. Fancy a gander at our little stockpile. Dann haben wir noch relativ viel Kram dabei, denke ich mal. Show me what you got. Ja, und der ist auf jeden Fall auch ganz gut reich. Genau, Wiepernstahlschwert will ich eigentlich erstmal nicht verkaufen. Den anderen Spaß aber schon. Jägerhandschuhe brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir hier denn noch? Kavalleriehose brauchen wir auch nicht. So, das Jägerset haben wir komplett verkauft. Was ist denn hier noch am Start? Bolzen mit Köder. Achso, das kann ich nicht verkaufen. Was kann ich ihm denn noch verticken hier? Der Talisman. Das werden wir nicht verkaufen. Weihrauch. Rasiermesser können wir verkaufen, brauchen wir nicht mehr. Rehhaut können wir verkaufen. Fläschchen. Hau weg. Rostiges Brotmesser, ja, das auch alles. Fell. So, 723 Goldstücke haben wir am Start. Jetzt die Frage, ob ich mir hier noch was kaufen kann dafür. Satteltaschen von Nilfgaard kann ich mir holen. Die Scheuklappen und den Sattel. Das ist allerdings mega teuer im Moment noch für mich. Ja, lassen wir erstmal. Sehr. Es kann sein, dass ich einfach mal zwischendurch außerhalb von den Folgen anfange, Gwyn zu spielen und mehr Geld besorge dadurch. Er hier war der Schmied, richtig? Hat der noch irgendwas für mich im Moment? Wouldn't mind a look at your stock. Achso, der hatte auch keine Klamotten zum Handeln. Soll aber immer meine Sachen reparieren, einfach komplett. Und dann will ich jetzt, glaube ich, erstmal mich auf die Suche nach einer Waffe machen. Also beziehungsweise nach zwei besseren Waffen als die ich momentan mit mir rumschleppe. Weil die ja doch schon ein bisschen zu wünschen übrig lassen. So, in Ciri's Fußstapfen, relativ skellige werden wir nicht mal, da müssen wir Level 16 für sein, oder sollten Level 16 für sein. Und sie ist aber als nächstes erstmal auch in Novigrad gesehen worden. Bevor wir das allerdings machen, haben wir echt noch mega viele Nebenaufgaben. Hexeraufträge. Monster im Wald. Stufe 6. Vielleicht machen wir das erstmal. Schatz suchen. Greift Schulenausrüstung Stufe 11. Das sind 6 Teile. Das werden wahrscheinlich 2 Schwerter und 4 Rüstungsteile sein im Normalfall. Dann machen wir das vielleicht danach. Das heißt, Stufe 7. Wir machen erstmal die Stufe 6 Quest. Boxen können wir auch noch immer. Da müssen wir, sollten wir Stufe 11 sein. Das Ahnenfest haben wir auch noch offen und hier die Statuen aufstellen. Aber wir gehen tatsächlich mal dem Monster im Wald nach. Da sollen wir die Brücke bei Novigrad sollen wir besuchen. Und da mit dem Kommandanten sprechen. Das sollen wir jetzt erstmal machen. Vielleicht gehe ich auch nochmal nach Novigrad rein und gucke mal, ob ich da irgendwo Sachen kaufen kann, also bessere Ausrüstung. Das ist ja auch noch immer eine Option.
Aber den Leuten hier haben wir, glaube ich, erstmal ganz gut geholfen. Mehr oder weniger. Außer, dass ich jetzt natürlich nicht weiß, wo dieser komische Geist drin ist, den ich losgelassen habe. Tough luck. So. Schnell reisen. Hier oben soll das sein. Monster im Wald. Das ist quasi südlich von Novigrad der Spaß. Orp. Wir reisen einfach mal nach Galgenhügel. Und gehen dann von da aus weiter. Nach Novigrad rein möchte ich eigentlich noch nicht, muss ich sagen. Ich würde gerne erst Velen hier abschließen einigermaßen. Oder insofern es halt möglich ist. Das ist ja bei der Größe von dem Spiel nicht so ganz einfach. Hier vorne war das Banditenlager, wo der Typ eingesperrt war, den ich nicht befreien konnte, richtig? Nice, Plötze. Da wollen wir auf jeden Fall lang. Das war hier, oder? Ja. Wir gucken einfach mal, ob diesmal einer von denen Schlüssel dabei hat, ob ich den irgendwie befreien kann, den Typen. Lederstumpfes Beil. Kann ich das vielleicht mit Art einfach aufmachen? Let me out, White Baker. He's around here somewhere. There's gotta be. Ja, aber wo? Wo ist der Schlüssel? Das ist beim letzten Mal schon die Problematik. Kann ich hier in diese Hütte da irgendwie rein oder so? Hier ist halt kein Schlüssel, ist das Problem. Das ist keine Hütte, das ist ein Wagen, der umgefallen ist, okay. Aber auch hier ist kein Schlüssel. Ich wüsste doch nicht, wo hier einer sein sollte. Ah, warte. Da hinten? Ne, das sind die Pferde. Kann das sein, dass... Not your lucky day. In den Pferden kann er nicht drin sein, denke ich mal. Oder kann ich die Pferde durchsuchen? Die hauen nur ab. Wo ist dieser Kackschlüssel? Mich eben schon gefreut, dass ich da was gesehen habe. Das waren halt echt nur die Pferde. Feuer hier kann ich ausmachen und wieder anmachen. Super. Mein Freund, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Chemistenpulver.
habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier noch suchen soll. Und wie weit das Spiel halt sowas weglegen würde. Halt auch nur wirklich nur Alchemiezutaten. Ja, hier ist halt leider kein Schlüssel. Auf die Karte gucken, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Hier ist jetzt diese komische Monsterhöhle. Da kann ich aber nichts gegen machen. Gucke ich vielleicht mal online nach, dass wir das irgendwie, wenn und öfter noch hier vorbeikommen, dann löse ich das auf jeden Fall mal. Weil so, ich habe keinen Plan, wo sein Schlüssel sein soll. Ich spreche jetzt erst mit dem Kommandanten hier noch gerade. Hexenjäger. Der hier irgendwo den Passierschein ergaunert, den anderen. Die Fälschung. What do you want? Hear about the notice. Got monster trouble? Trouble? Good one. We're not having trouble. We're up shit fucking creek. Some shaggy fuck knows what's sitting in the woods attacking every Plymouth transport that dares take the high road. We need out of bolts, arrows, rations, all around, fucked. Sent a patrol out. Locks never came back. So the job's simple. Bring me the fucker's head, and I'll give you gold. As much as the notice says, I'm not gonna haggle. Quartermaster won't budge. But I can throw in a pass that'll get you across the Pontar. So, deal? Sounds fair. See what I can do. Das ist zwar nur das, der dritte Passierschein, den ich kriege, aber naja, egal. Dann gucken wir uns gerade mal an, was die angegriffen hat. Das ist ein bisschen weit weg. Da reiten wir doch lieber. That's it, Roach. Damn, you're ugly. Ja, mit dem haben wir gerade nichts zu tun, mit dem Vieh. Hund, der hier irgendwie rein wollte. Es ist doch weg. Come out. I'm not gonna hurt you. When did you last eat? A week back. Half a charred squirrel and a handful of berries. Here, be sure to share it with the others. Thank you. Here, for you, for your kindness. Das mit den Eltern wäre eine dumme Frage gewesen. Das wird halt wie bei allen Weisen sein. Warum hat es mir... Ich hätte dem Mädel jetzt eigentlich nicht die Puppe weggenommen. Ich meine, what the fuck?
Ist nicht so, als ob Geralt die Puppe brauchen würde. Das Mädchen hat bestimmt mehr von, wenn es damit spielt, aber na gut. Ja. Nächstes Mal untersuchen wir dann hier mal diesen Überfall, wo das Monster scheinbar hier die Truppen der Redaner angreift. Dann gucken wir uns mal an, warum da die Transporte nicht ankommen. Und danach werden wir mal einen ganzen Haufen Nebenaufgaben angehen oder auch mal Erkundungsmissionen. Schauen wir mal.